Kaini, ich darf sie ausbauen. Yes, so you. Vor allem, du hast ihr nicht gesagt, hier, wo Xyx seine Augenklappe her hat. Das hätte mich viel eher gewundert, dass du ihr das eher erzählst. Hm? Was, Xyx? Breik, Sigbar. Ja, aber Xyx. Ja, aber Sigbar, ja. Sie ist ein, Xyx, das wäre komplett anders. Ja, I remember. Aber warum sieht das so kacke aus? Geht man das nicht schöner? So, das ist fünf. Gut, dann gehen wir nach Disney-Stadt. Oh, mir fehlt das Geld. Ich brauch Geld. An Disney-Stadt erinnere ich mich auch relativ schön. Shimushu. Oh Mann, 2049, da bin ich dann oder werde ich 49. Fancy. Oh, wobei, musste ich nicht hier mit Terra diese dummen Rennen fahren? Minispiel City. Unversed. Das ist so. Wo ist denn die Brille? Alter, Mann! Oh. Krass, ey! So, nein! Ich weiß gar nicht, wer denn. Feuergelee. Das ist irgendwie. Ich kann aber nein, kannst du nicht. Guck gar nicht hin. Oh Mann! Warum nimmst du denn mir immer meine Träume? Nana, Stealer of Dreams. Weißt du, sie zeigt gerade einen Hauch von Interesse an Krankholle. Ich will ihr gerade meine Schiffe zeigen, die ich habe. Und sie so, nein, ich guck gar nicht hin, weil sie dann sieht, wie viele das sind. Und ich bin einfach instant traurig. Das ist einfach dieser Moment, einfach, wenn es viele sind. Und du weißt ganz genau, boah, auf die Kacke habe ich gar keinen Bock. Und du kommst schon an mit, ich zeig sie dir mal. Also wenn das so drei sind, okay. Wie, das wäre genau dasselbe, wie wenn du kein Pokémon... Ja, ich muss mal warten, bis dann aufhört zu reden. Das wäre genau dasselbe wie von wegen, du kennst kein Pokémon. Und dann komm ich hab hier Ultrasonne, Ultramond, lass mich dir 729 Viecher zeigen. Inklusive Breeding und all so ein ganzen Jets. Also ich würde es mir angucken. Wenn ich es nicht kennen würde und ich Interesse an sowas habe. Erinnert ihr euch noch? Also erstmal Big Napsy, hi there. Erinnert ihr euch noch an das Pokémon, wo wir bis zur 5. Gen alle Pokémon-Namen durchgegangen sind um 2 Uhr morgens? Ja. Sollen wir davon ein Remaster machen? Oh Leute, das wäre lustig. Ein Remaster von den, wie sich die ganzen Pokémon-Namen anhören. Hafnir. Ist eigentlich jetzt hier dümmster Name überhaupt. Oh ja. Hafnir. Da ich hab's nicht nochmal doch ich hab jetzt ein immer noch Surio. Nein, hab ich. Ach, da ist ein Gegner. Kannst du mittlerweile schon lesen oder bist du einfach nur so fotografisches Gedenken, auf welcher Seite so welche Viecher sind? Ich halte, also an sich halte ich mich hier an die Stats. Hier zum Beispiel die Hirio und Surio haben anfangs immer 50 HP. Und haben hier 0 Stats. Ich wundere mich, ob das auch falsch ist. Naja, man lernt so ein bisschen Japanisch nebenbei, so ein paar Wörter. Tete-kun. Tete-kun. Disney Town, Minispiel City. Oh Gott. Tete-kun heißt eigentlich nur. Das habe ich nur vom Completionist gesehen, was du da alles für einen Scheiß machen musst. Mhm. Der Typ ist durchgedreht von dem Disney Town Theme. Was zum Geil. Was Disney Town? Mickey Mouse! Mickey Mouse! Das ist das Mickey Mouse Wunderhaus, nicht? Nee, das Theme von Disney Stadt. Aus Disney Stadt. Ach so, okay, ja, das Mickey Mouse Theme. Das ist auch was du in Disney Castle hörst, auch in Kingdom Hearts 2. Ach so. Welcher Vollspaß kann ich einpacken? Was? Thema Pokémon. What are you guys thinking about the better design ideas from Gen 2? I love them. Nobody else is caring, but I love them. They're great. Welche nochmal? Mhm. Die Beta-Designs von Pokémon Silver. Habe ich mir nicht angeguckt, to be honest. Ein paar sind echt cute. Aber manche Sachen sind auch gut, dass sie weggecuttet worden sind, wie zum Beispiel die Entwicklung von Schlurp. Das ist Nightmare Fuel. Ich wollte. Hey, wo habt ihr denn aufgehört zu spielen, oder?
Club. Man hielt es für geil, dieses Rennen 5 Runden lang zu machen. Und 3 Runden hätten ja nicht gereicht, ne? Nee. Ja, okay. Au! Amatillomon! Das ist das Gomamon aus der dritten Staffel, ganz ehrlich. Oder zweiten Staffel? Was hast du gegen Gomamon? Gomamon ist scheiße. Marschierende Fische! Ey, die Fische waren cool. Marschierender Lachs! Marschierende Fische! So, dann hast du Ikakumon, weißt du, das fette, behaarte Walross. Und ey, was macht es? Es schießt nur sein Horn ab. Harpune! Es könnte dich praktisch mit so seiner Pranke angreifen, so richtig hardcore Schaden machen. Und was tut es? Harpune! Ich fand Ikakumon immer so süß und flauschig. Ja, aber es ist nicht wirklich stark. So wie keins der Digimon, wo Protagonist war. Ja. Ist dein Name nicht Agumon oder Gabumon? Well, tough luck for you. Na, jedenfalls in der ersten Staffel. Ey, nichts gegen fucking Angumon. Ja Angumon war Angumon, man könnte es auch Plotmon nennen. Ja, das erste Mal, wo es aufgetaucht ist, okay. Als es sich dann Magna Angumon weiter digitiert hat, auch mega fancy. Alles danach. Es war immer Plotmon. Und dann kommt halt, hey, okay, wir sind Angumon und Angewomon und wir müssen die Protagonisten abknallen, damit die sich mega digitieren können. Macht doch Sinn. Carlo ist ja auch nur Déjà-vu. Déjà vu, I just been in this place before. I on the street. Wir wissen immer mit dem letzten Buchstaben anfangen, also zum Beispiel Sesam, Mauzi, Ibitak, und so weiter, wenn nichts mehr einfällt, hat verloren. Och nö, Frenny, auch nö. Nö. Da gewinne ich ja. Ich denke mal, keiner aus der Konfi beschäftigt sich so viel mit Pokémon wie ich. Nee. Ich meine, also wenn wir dann Pokémon-Namen-Volleyball spielen und ihr einen Namen sagen muss, ich einen Namen sagen muss, dann gewinne ich am Ende. Also Gen 6 und 7 ist bei mir ein bisschen halbrig, aber bis 5 kann ich eigentlich recht vieles. Sagst du was von ich mag Angewohnern? Das darfst du ja auch tun! Das sagt ja auch niemand. Ich sag halt nur, dass die erste Staffel halt sehr viele Plot-Digimon hatte. Und Angumon war ein Plot-Digimon. Face it. Patamon hat sich nie wirklich zu Angumon entwickelt. Außer wenn es wirklich nötig war. Was hat er sonst immer nebenbei gemacht? Luftschuss! Luftschuss! Pupst dich auf und rülpst dich an und das war's. Ja. Manu! Ist leider wirklich so, Patamon war absolut nutzlos! Scheiße. Mehr Liebe für Patamon. Aber die Vordigitation, also die Babydigitation von Patamon war absolut Albtraum, wenn das Ding dir den Mund aufgemacht hat und dann da diese super Zähne hatte. Ja. Das so, dachte cool. ich lutsche das Gehirn raus, so ein bisschen. Ich geh trotzdem nochmal hin, einfach für Zeug. Luftschuss! Kopfnuss! Oh. Generell, die erste Staffel. Sie war weird. Ja. Seien wir leider mal ehrlich, die erste Staffel ist weird. Lötkolben, geil. Was nehme ich denn jetzt nicht mit? Was ist denn nichts wert? Das ist schon 1300 ist wert. Okay, dann lassen wir Shadow im Dungeon einfach liegen. Okay. Ich bleib hier, falls du mich brauchst. Nein. Das Schöne ist ja, dass der dann auch wieder neu generiert wird, wenn ich hier rausgehe. Das heißt, du bist auf ewig verloren. Oh Gott, diese Attraktion hier.
Ich bin eigentlich hier nur wegen dem Loot. Und ich weiß, dass es hier ein bisschen Loot gibt. Loot, 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 Loot. Gib mir Geld. Aber ich erinnere mich an ein Minispiel, irgendwie Volleyball oder so. Es war so unglaublich schrecklich. Geh auch schon wieder. Meine Waffe muss stärker werden und ich brauche ganz viele. I train German, so I can understand finally. If you want to make a match, there is a website where you have to write all Pokemon correct within a time limit. I know that one, and isn't it only for the first 151? Easy. Jeder vergisst Sandam und Sandam. Wieso ist Shimushus Kai auf 40? Ich bekomme einen Anfall. Ich wollte gerade sagen, was für eine Muschi? Nicht Muschi. Shimushu. Das ist muschig. Shimushu. Drache, nicht Eidechse. Du machst nicht zingende Quatsch mit der Zunge. Oh shit, dieser Move. Sandenzuken! Der Move ist eigentlich total cool. Sand im Zucken? Genau. Sandentzug. Sandentzug! Ich glaube, ich stelle Eiskaffee erstmal wieder kalt. Zu viel sollte man auch nicht trinken. Ui. Sekunde gleich wieder. Ich kann aber richtig verstehen, wie ein dieser Theme bekloppt machen kann. Also. Mickey Mouse! Mickey Mouse! Ich meine, ich bin seit ein paar Minuten hier und ich kann es jetzt schon nicht mehr hören. Was zur Hölle? Mickey Mouse. Mickey Mouse! Mickey Mouse! Ah, was ist weggestanden? Gegenangriff. Ah, okay. Okay, die Dinger sind nichts wert. Okay, hier rein. Das hab ich nicht so. Die Zunge ist zum Schmecken da, kein Unsinn. Also ich kenne da so bestimmte andere Verwendungsmöglichkeiten mit einer Zunge. Oh, wieso habe ich gerade das Gefühl, dass wenn Leute sehen, Alter, wieso heißt dein Finisher Dongelschlong? Erstmal instant wegschalten. Wirklich so Leute, die vorher noch nicht hier waren, die sehen dann nur Dongelschlong. The fuck? Weiterschaltet. Oh, ich hab 420 übrigens als HP-Leiste. Wusste ich gar nicht, hab ich gar nicht gemerkt. Boah, 420 wäre. Wir sind ja auch gerade im Lava-Dungeon. Da blazed alles. Du hast 2000 werden, man hat 2100. Nicht rausgehen, Geld verkaufen, Sachen verkaufen, Geld machen. Hä? Alter, was sind da für keine neuesten Geräusche da draußen? Gibt es hier auch in Birth by Sleep auch sowas wie Data Fights? Vielleicht in der Final Mix Variante. Eine negative Macht. Nun ja, wenn du was Salziges schmecken willst, ich stehe auf Salzig. Nur mal gucken. Ich will nur mal gucken. So, wieder da. Okay, a little question. What Pokémon is that? Nehmen wir von so viele. Töpfe wie möglich. Ich glaube, das Original anderen verschwenden zu lassen. Nee, falsch, kostet 5 Sekunden. Ach du Scheiße. Okay, jetzt nochmal. Okay, a little question. What Pokemon is that? I give the Japanese name is Mega Shinka. Mega Shinka is the Mega Evolution. Shinka. Mega Shinken? Mega Shinken. Thing is, I watched the Pokemon anime, at least the seasons of the 6th generation, so I know a lot of the Japanese names.
Welche ist es dann? Ja, Mega-Shinka sagen sie einfach, wenn sie Mega entwickeln. Das ist Mega. Shinka ist Entwicklung. Und so. Mega-Shinka ist halt Mega-Entwicklung. Mega-Shinka! Mega-Shinka! Wieso klingt im Japanischen alles viel cooler? Ja. Englisch, warum benutzen die Japaner immer deutsche Worte? Weil sie denken, es ist cool. Das ist nichts anderes hier als ein Ratespiel mit den Biestern. Ich habe jetzt hier auf einen epischen Boss gehofft. Was kriege ich? Ich kriege ein Ratespiel. Ein Hütchenspiel schon. If you say so. Na komm. Klau was, damit ich dich zusammenschlagen kann. So. Das geht natürlich nicht. Milky Mouse. Ist das Milky Mouse? Right, I can't fool you. Yep. Fool, by the way, is F-O-O. L, not F-U-L-L. You said I'm full. Full like a glass of water. Like eating too much. Ja. Zwei Sterne, okay. Mega Schinken! Abbrechen. This seems like a waste of time. Ich weiß gar nicht, Andy, ist eigentlich der neue Pokémon-Anime gut? Nein. Jein. Man kann ihn sich ansehen, wenn man darüber hinweg sieht, dass die Animateure aus Naruto kommen. Aus okay. Naruto auf Crack. Und unterbezahlt. Ja, weil diese, diese Gesichtsausdrücke, die du in dem neuen Sonne- und Mond-Anime siehst, die kann ich mich erinnern, dass die in Naruto auch vorgekommen sind. Diese Sache ist nur... Okay, dann klau mir den Kack halt. Dass die, die lieben es. So Grimassen zu animieren. Und die wirst du sehr häufig sehen. Ich habe aber auch nicht alles von der 7. Gen geguckt. Wo habe ich aufgehört? Also wenn das der einzige Kritikpunkt ist, dann habe ich da keine Probleme mit, weil ich den Arzt aber am Anfang haben sie halt gesagt, so, oh, guckt euch diese In-Between-Frames an, der Pokémon-Anime ist verloren, das neue Design von Ash sieht richtig kacke aus, aber ich bin ganz ehrlich, wenn man das ein bisschen länger guckt und dann ist es wie jede andere Cartoon-Serie. Irgendwann gewöhnt man sich an den Style und die In-Between-Staffel. Die In-Between-Frames, ganz ehrlich, natürlich sehen die scheiße aus. Wenn ihr ein Video von euch selbst aufnimmt und dann irgendwann random pausiert, dann seht ihr nicht aus, als hättet ihr gerade für ein Foto pausiert, sondern sieht richtig kacke aus. Man sieht aus, als hätte man euch geschlagen. Und die Sache ist, diese In-Between-Frames, wie gesagt, es sind Frames. Die normale Animationsqualität ist mittlerweile irgendwie 24 bis 30 Frames pro Sekunde. Du siehst diesen Frame für einen Bruchteil einer Sekunde nur. Der fällt dir nicht mal auf. Hab ich nie wirklich verstanden, warum sich Leute da unbedingt so drüber aufregen. Außerdem, ich weiß gar nicht, was die Leute gegen das neue Design von Ash haben. Ich finde, das sieht gut aus. Ich finde, also klar, natürlich anders. Ich weiß nicht, ich meine, okay. Anders, aber ich finde, es sieht gut aus. Also ich meine, die hätten ihn auch sonst anders verschändeln können. Ich finde, das ist eigentlich... Ja, weiß nicht. Außerdem, er hat endlich mal Pupillen! Stimmt auch wieder. Vorher hatte er einfach nur so schwarze Augen und du dachtest dir so, okay, alles klar, das ist Ash. Er hat den Goku gemacht. Ja, und jetzt hat er aber endlich, er hat Pupillen! Und ich dachte, als ich das gesehen habe, ich so, holy shit, was ist denn jetzt los? Wo soll ich denn sonst dann wissen, was du mit der Herzog sonst tust? Kannst du auch verbessern und... Ja, wenn du salzige Schmecken hast, kannst du ja auch verbessern und sagen, zum Schmecken und zum Spaß ist der feine Andy dann happy. Ich bin immer happy. Because I'm happy. Oh ja, mehr Geld für die Kasse. Ich habe jetzt eine goldene Kasse. Oh, mehr Trinkgeld. Hä, wieso kriegst du mehr Trinkgeld, wenn du eine goldene Kasse hast? Keine Ahnung. Aber die Leute sehen halt scheinbar, oh, der Typ kann sich eine goldene Registrierkasse leisten. Also muss das heißen, dass er viel Geld machen kann. Er hat viel Geld! Geben wir ihm noch mehr! Ja, wirklich. Ist halt so. Ah, lustig. Mega Schinken! Jetzt habe ich 500 HP. Hui.
Außer wenn man ihn erinnert, dass er seine Community nicht kennt. Ich kenne meine Community. Ich kenne meine Community. Dongelschlong! Shadow hat das nie mitbekommen, dass ich vergessen habe, wie jemand, wie Frenny auf dem Discord-Server heißt. Hat er nie mitbekommen. Andy, ich krieg viel mehr mit, als du glaubst. Nein! Wir sind gerade hier so auf Mafia-mäßig. Ich habe meine Quellen, Andy. Die einzige Quelle, die du hast, ist ein Quelltext auf einer Internetseite. Kann sie das nicht tun lassen, Herr Tierlieb? Ich kann sie das nicht tun lassen, Herr Tierlieb. Damit haben wir Tut mir leid, das ist bei diesem Ton. Ich habe das Internet im Kopf. Das ist jedes Mal dabei. Damit wären wir wieder bei Benjamin Blümchen und die Liga der Schatten. Nee, ohne Kack. Jedes Mal, wenn einer von euch irgendwie so einen Ton anschlägt, der so klingt, als würde er den anderen gleich assassinaten. Ich hab nur diesen scheiße Tierlieb im Kopf, ey. Und der Tierlieb, der hat jetzt schon, den Benjamin Blümchen hat jetzt schon lange Pause. Das letzte Mal, dass der vorkam, war bei Skyrim. Ist ja auch schon eine Weile her. Oh, wie war das nochmal? Snap-Snack und so? Ja. Habe es nicht verraten. Was? Woher weiß der Shadow das dann, wenn du es nicht verraten hast? Ich weiß es. Spione! Ich habe doch gesagt, Andy. Ich habe meine Quellen. Naja, geh mal an deine Aquarellquelle und dann trink dir ein. Heiße Quellen? Die auch. Oh, da will ich einmal... Ich will nach Japan und dann eine heiße Quelle mal besuchen. Richtig Arschbombe reinmachen. Nein. Ja, auch direkt rausgeworfen werden. Ja, erstmal das und dann noch das Steißbein brechen, weil heiße Quellen sind nicht tief. Oh. Aber im Anime machen die das auch immer. Nein, okay. Ja. Und im Anime werden sie dann aber werden sie natürlich nicht rausgeworfen, weil sie Plot-Armor haben. Hast du Plot-Armor, Vivi? Nicht? Ja gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, lass mich gucken. Blitz. Wenn du das nicht weißt, dann hast du sie nicht. Man kann auch Secret Plot Armor haben. Kennst du diese kleinen... Doch, das geht. Nein. Kennst du diese Charaktere in einem Anime, die normalerweise eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund sind und alle denken, es sind voll die scheiß Charaktere, so Side-Characters sind total unwichtig und später bekommen die den übelsten Plot-Puppen und sind auf einmal richtig wichtig. Das bin ich. Also gibst du zu, dass du ein unwichtiger Nebencharakter bist, bis deine Staffel kommt oder deine eine Folge, wo du mal gehighlightet wirst. Ja. Wow, das ist warm. Naja, es ist halt so, weil ganz ehrlich, die meisten, wenn man so mal überlegt, man könnte Like Ketchup mit einem Anime vergleichen. Mit einem Amiibo vergleichen. Mit einem Amiibo. Nein, mit einem Anime vergleichen. Es gibt halt so die Hauptcharaktere, wie dich und Shadow und Hohl, die einfach jeder kennt und Käse vielleicht auch. Dein Main-Character? Ich bin ein Main-Character. Ja, du bist der Anführer, du hältst mal ganz schnell die Fresse. So, und es ist einfach so, jeder kennt euch und dann alle so, oh ja, die Typen, ja. Der One Guy from that one show. So, und dann alle so instant so, ja, der Hauptcharakter. So, und dann gibt's halt wiederum die aus Like Ketchup, die halt nicht so bekannt sind. So wie Michi. Ich und Michi. Genau. So, ist leider wirklich halt so der Hintergrundcharakter. Der ist halt wirklich, der ist die Special Effect. Kein Side-Character mehr. Momentan bin ich halt eben halt so der Sidekick. Und ich bin auch total. Ja, und ich bin auch total okay damit. Ich bin zur Seite gekickt. Nee, auf jeden Fall. Ich bin da auch recht zufrieden damit. Ich bin besser als Sidechemical. Ich meine, stell dir mal vor, wie weird das wäre, wenn das genau andersrum wäre. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt zum Beispiel an der Stelle von Shadow.
Das wäre voll weird. Mich würde keine Sau ernst nehmen. Ach, Freddy, du bist gemein. Ach, da habe ich einmal vergessen, wie Freddy auf Discord heißt und dann... Jetzt hält sie es mir ewig vor. Wow. Guten Tag, Kamera. Du machst einen guten Job hier. Aha. Nicht Elektroschocks hier benutzen. Oh fuck. Punch, weg. Punch, weg. Punch, weg. Terra, du... Oh, dieser Autofokus. Es riecht so auf. Die fokussiert ständig irgendwas wo ganz anders. Meine Fresse, jetzt alle nochmal wechseln durch die Wahrheit. Mittlerweile merkst du es dir wohl lieber. Ja. Komm, tanz an. Ah, Feuer. Das ist ein behinderter Autofokus hier einfach. Und dass Terra einfach springt, als ob er irgendwie... Ich dachte jetzt, du wolltest sagen, dass Terra einfach schwitzt. Ja, das auch. Er schwitzt. Und er schwitzt. Chaoskristall. Ja gut, Hiragana, Kanji und Katakana kann ich nicht lesen, Big Napsi, sorry. Das kannst du eigentlich. Kimi no Sanchite. Genau. Au. Ach nein, es ist ein Mimik. Okay, fuck it, raus hier. Ich hasse diesen Part hier, ey. Das Ding ist, ich sag das immer, weil ich das da bei Markiplier gehört habe. Aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie so ganz weirde Wortkonstellation. Ganz wilde Japano-Scheiße. Jeder Besucher legt sein Trinkgeld bei, gerne. Kann ich hier jetzt noch was hinlegen? Oh, ich kann noch mehr. Gib noch mehr Trinkgeld. Trinkgeld. Kann man Geld denn trinken? Jeder Besucher legt noch mehr Trinkgeld bei. Ja, Trinkgeld. So viel Trinkgeld. Money Juice. Okay, Wartezeit. Erhöht die maximale Anzahl der Besucher. Ich glaube, jeder Besucher wird dann ja, habe ich schon. Erhöht die Geschwindigkeit. Namen für die anderen Kombos. Nee, nicht wirklich. Ich lass mir da was einfallen. Mach mal mehr, so hier. Was? Hello, Shoto no Joni? Ohne Witz, ich würde so gerne wissen, was das heißt. Wahrscheinlich ist das nicht mal richtiges Japanisch. Big Napsi, can you translate? Kimi no Sanchi des? what does that mean? We're currently struggling with that one. It's some weeaboo stuff. It's about a thing that was in a Markiplier video. He made an anime like trailer or something and they sang that in the background. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt Kimi no Sanchi des oder Kimi no Sanchi de, ich weiß nicht. Ich denke mal des. Death. Was? Like a Headshot? Echt jetzt? Wahrscheinlich nicht. das wär krass. Okay, 2000 ist günstig. Ich mach mal 4000. Hedo Shoto no Yini It. It hasn't a good translation. Vielleicht solltest du Big Napsi dieses Opening mal schicken. Oh. Vielleicht. Was? It hasn't a good translation. Hedo Shoto no Yini It. Oh, ach so, das ist LOL. Nee. That's not what I meant. Aber ist trotzdem cool. Oh, aber da muss man das ja. Hedo Shoto no Johnny. Hedo no Shot. Oder? Hedo Shoto. Hedo Shoto no Johnny.
Hey, da schaut doch noch Johnny. Hey, da schaut doch noch Johnny. Oh Gott, das muss ich irgendwo aufschreiben. Das klingt, das, wenn das wirklich ein Like a Headshot heißt, dann ist das ja. Das wäre voll der Like a Headshot Anime. Oh mein Gott. Ich kann mir das patentieren lassen. Das ist voll. Can gut. We copy Strike PewDiePie? Ich mag meinen neuen Laden. Der sieht voll fancy aus. Aber wir haben hier noch nichts drin. Warte, kostet irgendwas absolut gar nichts. Ich find's geil, wie ich hier mal irgendwo hängen bleibe. Geht doch. Oh, stell mal vor, das wäre wie bei Ni No Kuni. Wo denn am Anfang so dieser Titel mit diesen Dings dann ist und dann kommt da irgendwie so ein geiles Artwork. Entschuldigung, das ist jetzt meine Headcanon. Das ist meine Headcanon. Ja, ich möchte den Like Head. Hedokenon! Ich hätte so gerne Like Head schon annehmen. Alter, wie viel Geld ich kriege. Holy shit. Yes. Dann haben wir so ein richtig geiles Opening. Und so einen richtig geilen Anime-Trainer, der ist so richtig pur Anime und dann so. Oh Mann. Oh, Geld, geil. Da, 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 da. Hör mal, oh nee, hier geht's raus. Tori, ich würde den auch gucken. Auch wenn das ein bisschen scheiße klingt, wenn man selber drin vorkommt und man das dann guckt. Aber wenn das irgendwer was machen würde, ich würde es gucken. Wie viele Mangakas ihre eigenen Animes gucken, ganz ehrlich? Ja, gut. Weil die merken, oh scheiße, I did that. Und jetzt ist es schaubar, in Bewegung. Charaktere, die ich erschaffen habe, sind auf einmal in Bewegung. Das ist schon ein großes Ding eigentlich. Das ist echt voll geil. Oh Mann, das ist so cool. Aber da werde ich eher irgendwie Twitch-Partner, also von daher. Ey, die Hoffnung. Wenn ich jemals irgendwas animieren würde, dann wäre es aber erstmal so meine eigene Story. Warte, war das? Don't lose your way. Oh, stell dir mal vor, der Anime hätte so einen geilen Kampfszene wie Killer Kill. Come on, sing it! Oder wie One Piece manchmal in manchen Situationen, wo du so denkst einfach nur so, Go, Bukomo, no! Das ist ganz ehrlich, One Piece hat sogar noch eine nur okay Animationsstil. Es geht nicht nur um den Animationsstil, es geht einfach darum, was manchmal da in gewissen Kämpfen passiert und du denkst dir so, holy shit. Wie komme ich da in der Mitte an die Truhe? Da, 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 da. Ach ja, wir hatten schon zwei Fanfictions von Andy, darf man nicht schreiben. Nein, bitte nicht. Achso, einfach hier rein. What is the German translation from it? By the way, Water Sky has just shown me your video with the Japanese name. Hä? Hast du das geschickt, Vivi, oder? Was? Hä? Nix? Ich hab gar nichts gemacht. Hä? Was? What is the German translation from it, by the way? Water Sky has just shown me your video with the Japanese name. What? I did it. What? 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 What are we talking about, actually? Big Napsy, please explain. You're confuzzling me. The confuzzling is real! Achso, und die Typen, die kaufen dann nur das, was hier? Oder? Ah, okay. Da 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 da. Alles klar, Vivi. Ey, nichts gegen dieses Lied. Ist mega. Geld. Jetzt erstmal alles wieder ausgeben. Scheiße. Ich hab noch nicht mal genug Geld, um mir das zu kaufen. Mann! Du kannst dir nicht mal Geld leisten. Ey, krass, Mann. Ich sollte mir mal heil. The video from your channel. Which channel are we talking about? Like Headshot or my channel, Andy Dode? Da, 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 da.
Ich brauche Getränke. Getränke. Nougat may cry because Big Nepsy is a Japanese girl that is trying to learn German. So rede ich eigentlich mit dir Englisch.